Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Wir sind in einer neuen Ebene, Case 1. Und ich hoffe, wir werden nicht elendig krepieren, so wie sonst auch immer. Ja, hier brauche ich wieder einen Schlüssel. Schön, das ist... Ah, ein Raum voller Fliegen. Ich habe mich schon gefragt, wann die kommen werden. Ah, nein, oh Gott, ich dachte schon, ich laufe da schon wieder dagegen. Und... Komme ich hier raus oder laufe ich noch gegen die letzte Fliege? Nein, ich komme sogar raus, ohne gegen eine Fliege zu laufen. Das ist wirklich toll, das ist schön. Das gab es bis jetzt noch nie bei mir. Glaube ich zumindest. Ach, zu früh gefreut. Aber wir haben ja noch die Pille und wenn die Pille, haha, zweideutig. Und wenn die das macht, was ich denke, dass sie macht, dann... dürfte es nicht so schlimm sein, wenn wir nur noch ein halbes Herz haben. So. Kann aber auch sein, dass ich gerade etwas besser bin, weil ich MW3 gezockt habe. Ich weiß es nicht. Macht das was? Ah, meine Enten. Die quaken so schön. Und hier ist schon direkt wieder der Bossraum. Könnte ich jetzt reingehen? Mache ich aber nicht. Die haben zwar die Herzen fast ganz voll, aber ich will doch noch gucken, ob ich ein paar Items kriege, ob sie einen Goldraum hat. Und es leckt schon wieder, jetzt nicht mehr. Ich bin im Redefluss. Tut mir schrecklich leid. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich tut es mir nicht leid. Man sagt das ja manchmal nur so aus Höflichkeit. Och, es tut mir schrecklich leid, dass ich so viel geredet habe. Es tut mir schrecklich leid, dass ich deine Katze getötet habe, überfahren habe. Es tut mir schrecklich leid, dass ich dir erzählt habe, dass dein Hund gestorben ist, als du ein Kind warst. Denn eigentlich ist er gar nicht gestorben. Eigentlich haben wir ihn gegessen. So, in der Richtung dann. Ach, die gibt es auch noch in einer anderen Farbe. Schön. Oh, ja, das habe ich natürlich... Och nein, ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Ich hatte noch nie einen Schlüssel. Na toll. Na komm. Ja gut, dann halt nicht. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn der so glotzt? Gut. Ah, es ist doch die Pille, die ich dachte. Ich habe die Pille gefunden. Nee. Eigentlich nicht. Ich nehme die Pille. Wir könnten jetzt in den Shop reingehen, aber ich möchte gar nicht was zu. Ach, deswegen, ja. Ja. Komm. Ach, komm schon. Ja, genau, ich laufe auch noch rein. Das klingt ja toll, du. Klingt ja toll. Ja. Tja, da habe ich die Kugel, die Blutkugel von dem Kollegen hier unterschätzt. Komm, trau dich. So, jetzt dürfte es etwas einfacher sein, wenn der andere hier noch genau schön so hoch geht. Na komm. Na komm. Doch. Na komm schon, geh down. Genau. So habe ich mir das auch gedacht. So, Geheimraum. Ah, da kommen wir direkt zum Goldraum. Warum finde ich das gut? So. Goldraum. Ahaha, ich bin ein kleiner Vampir. Naja, ich nicht, aber Isaac ist ein kleiner Vampir. So, noch hier die Schokohäufchen wegmachen. Vor allen Dingen Schoko. Habe ich ja am Anfang gedacht, als ich das Spiel zum ersten Mal gesehen habe, dass es Schoko ist, aber es war kein Schoko. Ach, der hat sogar noch offene Aua. Also, so wie es jetzt aussieht, so ein bisschen... Könnten wir auch sterben? Nein. Genau. Das war der Sinn der Sache, dass du eben nicht da aufstehst. Na komm. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht ganz feige von hinten. Schön.
Ach, wir haben sogar einen Schlüssel bekommen. Jetzt haben wir zwei Schlüssel. Ach, nein. Ach nein, die haben keine Augen. Dann ist es ja okay. Und der hier spuckt halt Blut rum und die haben keine Augen. Schön. Ach, die werden trotzdem schneller. Na schön, okay. Ach, ich habe gerade Blut gekostet. Okay. Sehr schön. Ich trinke auch immer Blut Light. Hahaha, Sparwitz Light. So, gehen wir mal hier rein. Schlüssel. Irgendwas, was ich noch nie in meinem Leben hatte. Also das hier. Herz, Herz. Da warten wir noch. So, dann gehen wir jetzt hier rüber. Und hier rüber. Und jetzt haben wir schon wieder die Dinger, die keine Augen haben. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Wieso wundert mich das irgendwie? Obwohl es mich gar nicht wundern dürfte. Geh weg. Erinnert mich so ein bisschen an eine weiße Nacktschnecke. So ein kleines bisschen. Oder diese... Irgendwas war's. Weiß ich nicht mehr. Irgendwas war's. Irgendwas ist es immer. So. Ach, genau. Und wenn wir volle Herzen haben, können wir hier in den Raum rein. Da gibt's noch eine Kiste und drei Gegner werden, soviel ich weiß. Selbst wenn wir jetzt volles Leben hätten, würde ich es nicht tun. Dann hätten wir ja kein volles Leben mehr. Deswegen, nee, eher nicht. Mum hat noch eine Kiste. Ich hole mir noch so ein Herzchen. Je mehr, desto besser. Und wir haben 33 Münzen. Ich glaube, bei 55 gibt es einen Keks. Ach, ein Löffel. Speed up. Nee, Quatsch, kein Keks. Aber was gibt's denn da? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist total komisch. So. Und auf zum Boss. Ach nein. Da kann ich gar nicht leiden, da sterbe ich immer dran. Und ich habe noch kein Space-Item, wie mir aufgefallen ist. Gerade eben. Oh ja, nervt nicht. Ich mag die Dinger überhaupt nicht. Ich kann's nicht leiden. Ich hab da normalerweise zwar dran, aber... Ja, genau deswegen, weil ich einfach nur gegen diese Dinger laufe, die dann im Endeffekt hier... Ja. Oder gegen die Dinger. Stirb. Du ekliges Etwas. Stirb. Au, genau. Genau so macht man das. Ganz genau so. Das hat mich noch nicht gesehen. Zieht's mich. Okay, jetzt müsste es eigentlich... Oh Gott, nein! Nein! Lasst mich in Ruhe! Lasst mich... in Ruhe. Nein! Boah. Puh, Gott sei Dank! Ist übrigens voll ungewohnt. Ich habe das Mikro jetzt auf einer anderen Seite. Ich hab's rechts. Normalerweise habe ich's links. Und wir haben noch ein Herz bekommen. Total ungewohnt für mich. Und The Caves 2. Schön. Schön, dass ich noch nicht gestorben bin. Sehr schön finde ich das. So, dann gehen wir nach oben. Aha, Geheimraum. Schön. Na, ja, ich wollte noch durchkommen, bevor er kommt. Naja, dann halt nicht. Ich hätte da jetzt eigentlich auch noch außen rum gehen können. Naja. Naja, dann nehme ich. So. Huch. Und zwei Münzen bekommen. Weil wir auch so wenig haben. Ach nein, da war ja ein Geheimraum. Richtig. Da war ja was. Und das ist unsere letzte Bombe. Aber das kriegen wir schon hin. Und aha. Wir haben einen Nickel bekommen. Ich glaube, bei 55 schaltet man, glaube ich, auch einen Charakter frei. Nein, da wäre ein Goldraum, aber wir haben keine Bombe mehr.
Jetzt will ich die Bombe, für die ich mir vorhin das Geld geholt habe. Da schaltet man, ich weiß nicht mehr, wen Fall. Kane? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube es zumindest. Ja. Die Fliegen des Todes. Geht weg, geht weg, geht. Oh, ich dachte schon, ich laufe rein. Frage ist jetzt, aber das ist es mir wert, dass ich gegen diese Truhe laufe. Noch eine Truhe, natürlich. Ich hatte jetzt auf ein Herz gehofft, aber nun gut. Eine Truhe in einer Truhe hatte ich auch noch nie. Nein. Bloß nicht. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist das echt atemberaubend blöd. Wenn es das Wort überhaupt gibt, so in dem Zusammenhang. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt erfunden. Aha. Ich habe schon wieder von dem Blut meines Gegners gekostet. Ich konnte es einfach nicht lassen. Also ich bin auch nicht wie Edward, ich bin wie Dracula. Ich sparkle nicht. Ich glitzer nicht. Ich bin einfach nur so weiß geschminkt. So. Na. Ach nein. Haha. Schön. Ach, setz mal halt mal ein. Schaden kann's nicht. Schaden kann's nie. Ei, Kadamba. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich könnte jetzt da reingehen für diesen Nickel, aber ich will eigentlich nicht mein halbes Herz loswerden. Hatte ich nicht wirklich vor. Ach, komm schon. Hüpf doch mal hierher. Sonst hüpfst du doch auch immer dahin, wo du nicht hin... wo du in meiner Nähe bist. Da drüben ist ein Miniboss. Oder nee, da drüben ist doch Miniboss. Ach, wir haben einen Schlüssel, schön. So. Ach, richtig, das wurde mir auch erst neulich gesagt, dass man die ja sprengen kann und dass dann da was rauskommt. Meine Freundin sagt schon, nein, du Idiot, da ist ein blauer Stein. Ich, ja, hä? Und was soll ich damit? Und was ist da jetzt so toll dran? Ja, da kommen Items raus. Ja, liebe... Kiro, das wusste ich nicht. Blut. Heute habe ich mal wieder die Light-Version von Blut. So. Ich nehme übrigens diesmal nicht um 4 Uhr morgens auf. Oh, the fool! Mhm. Sondern um 8 Uhr morgens. Ist auch was. Ist auch in der... Ihr Gott, ne, Jesus. Ach, und da ist ein Arcade-Raum. Finde ich ja gut. Da hole ich mir dann doch noch den Nickel. Da, 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 da. Geh doch weg. So. Aua, ich wollte gerade sagen, es ist schön, da läuft man nicht so schnell in die Kugeln rein und in die Blutteile. Ah, aber dann bin ich ja doch reingelaufen. Aha, wie witzig. Aha. Jetzt ab. Okay, jetzt nur noch, fehlt nur noch einer hier und dann hätten wir es. Genau. Aha, eine Trollbombe. Dafür brauche ich einen Schlüssel, oder? Nee, Geld. Ach, ich bin auch mal wieder clever hier. So, vielleicht kommt da ja ein Herz raus. Natürlich. Mit dem Geld will ich noch warten. Ich will immer noch wissen, ob man da, ach, komm. Einen Charakter freischaltet, wenn man 55... Nein, nein, nein. Na, was soll's. Ach klar, eine Münze zu wenig. Ach, komm schon. Das ist nicht fair, du. Das ist nicht fair. Jetzt muss ich nochmal in so einen Scheiß latschen. Wie mache ich das jetzt? Ja, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst, dass man da was freischaltet. Schön. Jetzt haben wir unsere Silberherzen weg. Und da... Oh Gott. Ich dachte schon, ich laufe in so einen Nagel rein. Gehe ich jetzt zum Miniboss oder gehe ich in diese anderen Räume? Ich glaube, ich gehe... in den anderen Raum rein. Ach nein, wie witzig. Ach, was soll's. Ein bisschen zocken schadet nicht. No. Na, klasse. Und? Schön. Na,
Na, ein Schlüssel. Und? No, der arme Isaac-Mensch. 2 Münzen. Wir haben auch nur schon 1 Million reingeschmissen. Nochmal 2 Münzen. Und? Eine Bombe. Und? 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 Und jetzt? Tja, jetzt ist mir das Ganze zu doof. Oh, kam aber viel raus. Normalerweise kommt da nicht so viel raus. So. Und ab geht's. Na klar. Ja, klar. Haha. Geld innerhalb von Nägeln. Ist ja auch nicht der... Das ist richtig gemein. Ein halbes Herz zu opfern und dann... Na, was soll's. Sind wir halt mal so unclever. Ich meine, Geld gibt's ja auch dazu. Ich könnte jetzt zum Boss gehen, aber eigentlich will ich noch wissen, was hier drin ist. Und die laufen etwas schneller, fällt mir auf. So ein kleines Mini-Pupsi-Bisschen. Und Blut. Eine Trollbombe. Ach nein, wer hätte es gedacht? Schon wieder diese Dinger. Es wird ja langsam echt langweilig mit denen hier. Die rennen mir gar nicht hinterher, die schießen einfach nur in irgendeine Richtung. Nein, natürlich wird es nicht langweilig. Solche Räume sind ja auch... Nein, mir ist die Hand eingeschlafen. Relativ angenehm. Ich stehe jetzt hier einfach nur kurz rum. Oh, meine Hand ist eingeschlafen. Auch noch die linke mit den WASD-Tasten. So, ich habe einen Nickel verdient. Ach nein. Ach nein, 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 nein. Das hole ich mir sofort. Magneto. Bringt uns zwar eh nicht viel, aber naja. Schaden kann's nicht. Schaden tut's nie. Jetzt müsste das eigentlich auch gehen, dass wenn ich in den Raum gehe, dass ich die Gegenstände magisch anziehe. Ja, genau. Das ist doch mein Lieblingsding. Ich hoffe, wir schaffen es bis zur Mutter. Das hoffe ich doch sehr. Sehr, sehr, sehr hoffe ich das. Und Geld. Ich wollte schon wieder in den Nagel reinlaufen. Ich glaub's nicht. Wir könnten noch zum Miniboss, aber ich will gar nicht zum Miniboss rein. Wobei, gehe ich zum Miniboss? Ja, komm, ich gehe zum Miniboss. Ach. Ja, okay, geht ja noch. Oh. Das war unbeabsichtigt. Naja, jetzt wissen wir immerhin, wer der Miniboss ist und jetzt kann ich ja auch zum normalen Boss gehen. Aber für den normalen Boss mache ich eine neue Folge, weil ich habe jetzt schon 18 Minuten zusammen. Und ich muss unbedingt gucken, ob ich das hochladen kann. Denn wenn nicht, dann ist es zu lang und Liebe und YouTube lässt mich da nicht. Ansonsten werde ich das einfach irgendwo reinpacken und ja, dann werden wir sehen. Also, tschüss!